Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir haben diese innovative Reihe erfunden wegen Corona und das was schön ist, damit jeder sein Projekt vorstellen kann, was früher nicht der Fall war. Und das werden wir, dieses erfolgreiche Konzept werden wir auch nächstes Jahr weiterführen und vielleicht für immer, wer weiß, das ist ein tolles Konzept. Die Zuschauer haben die Chance, jedes einzelne Projekt in diesem Buch dann auch die Autoren kennenzulernen. Fangen wir also an. Wir werden also über das tropische Myanmar zum nicht ganz so tropischen Albanien, dann nach Ecuador gehen und zeigen damit eine Auswahl des deutschen Exportgeschehens. Und in der Jury kann man sich vorstellen, gibt es viele Vorschläge und wir versuchen dann etwas zu finden, was eine Balance bietet. Design-Bild ist eine sehr deutsche Angelegenheit, aber nicht nur, aber auch, aber schon doch. Und dann kommen natürlich solche extravaganten Figuren wie Peter Wilson, der in Albanien seit Jahren Dinge baut. Das wird er uns nachher erklären, warum. Wahrscheinlich, weil die Honorare so toll sind, aber man wird ja sehen gleich. Deswegen fangen wir jetzt also mit Helmut Raff an, mit Ackermann Raff, jenes schöne Hospital, Projekt 24 im Buch, namens Magisin in Magisin, Myanmar. Und wir werden gleich sehen, worum es da genau geht. Offensichtlich liegt es nicht auf der Hauptstraße und es hat tropisches Wetter zu bewältigen, weswegen es eine interessante Skizze gibt, wie denn da die Winde durch diesen Bau hindurchgehen, um den zu entlüften oder vielmehr die tropische Hitze rauszubekommen. Also, wir werden es gleich sehen. Die Frage schon mal vorab: Warum haben Sie diesen Stein so gewählt? Ist das der, den es an jeder Ecke in Myanmar zu sehen gibt? Also, ich sage nur, könnte ja auch in Stuttgart gemauert sein. Und die Frage: Was ist das für ein Konzept und wie funktionierte die Zusammenarbeit mit Ihrem Büro und den Partnern? In der Mitte auf dem Foto war ein Baum zu sehen. Im Text stand, das wird ein Riesenbaum. Ist das schon riesig? Das werden wir gleich sehen. Was ist geschehen? Bitte erzählen Sie uns, Helmut Raffe, über Ihr Abenteuer in Myanmar. Bitte sehr. Genau, wir schalten uns zurück und überlassen Ihnen einmal die Bühne. Wir können Sie leider nicht hören, Herr Raff. Sekunde. Versuchen Sie es nochmal, jetzt müsste es gehen. Hören Sie mich jetzt? Ja, hervorragend. Ja, okay. Hervorragend. Also besten Dank für die Danke. Einladung. Herr Schmal hat schon den Kern des Projektes sehr gut erfasst. Wir entführen Sie jetzt mal ins bis jetzt seither noch exotische Myanmar. Myanmar war ja bis circa 2000 relativ stark abgeschottet. Man konnte schwer dort überhaupt hinreisen. Seither hat sich das Land so langsam geöffnet und ist vor allem für Kulturreisende hochinteressant. Zum Beispiel aufgrund seiner Tausende von Pagoden. Hier Sie sehen hier die Spetakun-Pagode in Yangon in der Hauptstadt. Und Startpunkt unseres Projekts, wir sind aber jetzt ganz ländlich hier angesiedelt, am Meer, circa 10 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Startpunkt unseres Projekts war die Einweihung einer Schule. Das war das Vorgängerprojekt, das erste Projekt, das wir gebaut haben in Myanmar. Und Sie sehen hier die wichtigsten Akteure dieses Projekts. Links die Marion Mück. Sie hat eine Hilfsorganisation namens Projekt Burma gegründet. Und zwar in, glaube ich, 2007, nachdem dort ein Zyklon ganze Landteile verwüstet hat. Sie hat ein ganzes, komplettes Dorf mit 20 Häusern wieder aufgebaut. Und zwar alles über Spenden. Irgendwann liefen die Spenden so gut, dass sie auch eine Highschool bauen konnte. Sie hat uns gefragt, ob wir das machen würden, also auch für uns Spendenprojekt. Und also Mario Mück ist wirklich unermüdlich dabei gewesen, Spenden aufzutreiben.
In der Mitte Tina Weringlöhr, die zweite Vorsitzende des Vereins. Und rechts auch ein wichtiger Akteur, nämlich der Chief Minister, also der Ministerpräsident von Ayuwadi Department, also von dem Staat, ähnlich mit unserem Bundesland vergleichbar, 6,5 Millionen Einwohner. Bei ihm saßen wir vor Baubeginn der Highschool circa eine Stunde in seinem Office. Er wollte alles wissen, warum wir das machen wollten. Konnte nicht begreifen, dass plötzlich Leute kommen, irgendwo eine Schule bauen wollen, ohne dass es da Hintergründe und Netzwerke oder sowas geben kann. Und die haben natürlich auch immer Angst, dass politische Hintergründe da sind. Am Schluss jedenfalls nach einer Stunde konnten wir überzeugen, dass wir die Schule bauen dürfen. Und hier bei der Einweihung der Schule sagte er dann, wir dürften jetzt jedes weitere Projekt bauen. Also wir müssen keinen Baugesuch einreichen. Das ist alles sehr simpel dort. Das werden Sie noch sehen. Also ursprünglicher kann man sich Bauen eigentlich nicht vorstellen, wie wir es dort gemacht haben. Die Schule sieht so aus, war auch im Jahrbuch bei Ihnen mal drin, im DAM. Ich zeige bloß jetzt, weil unser Hospital auf dieser Schule aufbaut. Hier haben wir uns für ein Holzskelett entschieden. Und man muss wissen, dass in der Gegend, wo wir bauen, dort gibt es keine Handwerker. Die Leute sind Selbstversorger, die gehen auf die Palmen, auf die Kokospalmen, sehen sie im Hintergrund, wenn sie Hunger haben, oder sie gehen fischen, sie bauen Reis an, aber sie können nicht zum Schreiner gehen und sagen, mach mir ein Fenster oder mach mir eine Tür, das gibt es da nicht. Deswegen muss man sich einen Zimmermann suchen, in dem Fall aus Pathein, aus der Provinzhauptstadt, und der hat dann örtliche Mitarbeiter sozusagen erstmal angeworben und dann eingelernt. Und so kamen wir zu dieser Aufgabe oder so zu diesem Projekt. Wir haben natürlich vor Baubeginn oder in der Planungsphase auch noch uns umgeschaut, weil wir natürlich nicht mit unseren Vorstellungen dort bauen möchten, sondern eigentlich die örtliche Tradition aufgreifen wollen. Und spannend sind eben diese für uns diese ganz filigranen Holzskelettbauten, die in dem Fall auch noch mit Bambusmatten verkleidet sind, mit einer schönen Ornamentik. Sie sehen, es gibt keine Fenster, weil wir brauchen keinen Schutz vor Wärme. Wir brauchen eine gute Durchlüftung dort, weil wir ja tropisches Klima haben mit feuchtwarmen Regenzeiten. Es gibt Klappläden als Regenschutz, ein Dach hier schon sehr modern mit Wellblech. Traditionell gibt es Palmblätter auf dem Dach. Sieht dann auch so aus, wenn es neu gebaut wird. Und diese Strukturen haben uns halt wirklich begeistert. Das ist eine Standardschule, wie in jedem Dorf steht so eine Schule rum. Und Sie sehen hier eben auch das Prinzip, es gibt ein Holzskelett. Das Holzskelett ist ausgeriegelt mit Ziegelmauerwerk, die auch tragend oder aussteifend sind. Die werden mit Draht dann mit dem Holz verbunden und normalerweise verputzt. Wir haben versucht, eine Kombination aus beidem herzustellen. Wir haben gesagt, ihr habt so schöne Ziegel, da können wir die Struktur zeigen. Wir machen die Konstruktion wie eben dort üblich, in dem Fall hier Holzbauweise, Ziegelmauerwerk, Ziegelausriegelung und dann eben auch Strukturen, wie Sie es hier im Flur, im Obergeschoss sehen, aus Bambus, die eben auch eine schöne Ornamentik geben. Die Treppe nach oben, es gibt links und rechts eine Treppe, das ist ein ganz einfacher Langbau, 8 Klassenzimmer mit einer schönen Perforierung, hier mit Ziegelmauerwerk, oben dann im Bambusbereich, auch eine ornamentale Struktur. Und wenn Sie mal in die Klassenzimmer reingucken, hier gibt es keine Fenster, keine Glasfenster, es gibt diese Klappläden, die man aufklappen kann. Es gibt eine abgehängte Decke, die luftdurchlässig ist, denn die Ventilation, die Durchlüftung ist eigentlich das Entscheidende dort in diesem heißen Klima. In der Trockenzeit Richtung Frühjahr, April kann es über 40 Grad warm werden. In der Regenzeit ist es immer noch über 30 Grad und dann eben mit 95% Luftfeuchtigkeit auch entsprechend unerträglich warm. Damit Sie mal sehen, wo wir uns befinden hier. Myanmar liegt am Golf von Bengalen, links Indien, dann Bangladesch, auf der Ostseite Thailand, Laos. Und wir bewegen uns hier im Strandbereich. Also das ist jetzt schon unser Hospital. Ich zeige Ihnen mal die Anfahrt. Wir landen mit dem Flugzeug in Yangon, fahren dann mit dem Auto bis Pattaya.
Dann geht es durch den Dschungel, teilweise sehr unzugänglichen Straßen, kommen irgendwo verstaubt an. Das ist ein ganz wichtiger Mensch für uns, ist Tiha, unser Zimmermann. Er hat die Schule, er stammt aus Pathein, also aus der Provinzhauptstadt, hat die Schule gebaut, kann ein bisschen Englisch und mit dem haben wir hauptsächlich dann über Pläne kommuniziert, über Skizzen, das zeige ich Ihnen nachher noch. Aber ohne ihn hätten wir das Projekt nicht stemmen können. Es geht dann die letzten 2 Stunden durch den Dschungel noch durch, über Wasserkanäle. Und man wird natürlich, die Fahrt ist anstrengend, holprig, aber man wird belohnt durch wunderschöne Landschaften. Kommt dann an, das ist also da hinten schon im Hintergrund Machisin, das Dorf, in dem wir gebaut haben. Die typischen Fähren hier, Verkehrsmittel sind Mopeds. Und im Dorf dann ein herzlicher Empfang. Das war immer also toll, wie man hier begeistert empfangen wurde und verabschiedet wurde. Transportmittel im Dorf, das Moped. Das ist Julia, die hier eben auch mitentworfen hat, genauso wie ich. Sie sehen das Dorf unter Palmen, hinten typische Dorfhäuser, Holz verkleidet in dem Fall schon. Und es gibt schon ein Krankenhaus dort, das sieht so aus. Also Machisin als Dorf hat ungefähr 1000 Einwohner, aber der Einzugsbereich, die Großgemeinde, das sind 20.000 Einwohner. Und das Hospital sieht so aus. Innen ein Raum für Männer und Frauen. Und das ist die Geburtsstation. Also sie sind in diesem Wassertrog, werden dann die Babys gewaschen. Das war natürlich kein tragbarer Zustand. Und wenn die Geburt schwierig war, mussten die Frauen mit dem Moped circa 4-5 Stunden bis Pathein auf dem Moped hinten drauf sitzen. Das ist also auch unzumutbar gewesen. Deswegen hat Frau Mück gesagt, wir müssen da dringend dieses Krankenhaus bauen. Sie sehen rot markiert die Situation des Hospitals, links der Strand. Und das Dorf, vom Dorf haben Sie gar nicht viel gesehen, weil die Palmen so hoch sind, dass man eigentlich von den Häusern nichts sieht. Das Hospital steht circa 10 Meter über dem Normalniveau, also das sind Reisfelder hier, das ist ungefähr Wasserniveau. Frau Mück war es ganz wichtig, dass das Krankenhaus höher steht, damit es eben auch ein Refugium bilden kann im Falle von Tsunamis oder von Zyklonen. Und das war falsch. Was man auch sieht, dass wir wieder eine Skelettbauweise verwendet haben. Hauptgebäude, das Hospital als Atriumgebäude und hinten gegen den Hang sind sein Nebengebäude, da sind dann die WCs und noch weitere Räume drin. Hier das Atrium mit weit auskragenden Dächern, damit man eben auch in der Regenzeit geschützt sich bewegen kann, aber eben auch wichtig für die Durchlüftung, das Zirkulation ist das Entscheidende. Und Sie sehen auch hier schon, dass wir uns für ein Stahlbetonskelett entschieden haben. Wir wollten einfach eine solidere Bauweise, aber es hat uns auch interessiert, wie man moderne Skelettkonstruktionen kombinieren kann mit den traditionellen Materialien. In der Regenzeit dann läuft der Regen natürlich vom Dach runter. Dachrinnen gibt es eigentlich noch bislang noch nicht. Ich habe jetzt welche gesehen, die aber unmöglich aussehen. Das sind so Kunststoffteile aus China. Wir haben ein großes Becken mit Steinen. Das Wasser wird dann von dort über 3 große Rohre abgeführt ins Tal. So sieht es dann aus, als es fertig war. Und ich zeige Ihnen jetzt mal schnell noch die Skizzen. Also wir haben fast alles dort vor Ort gezeichnet. Es gibt 3 Bereiche. Also es gibt hier die Behandlungsräume, die Patientenzimmer für Männer, für Frauen und dann hier den OP-Bereich und den Kreissaal. Hinten Nebengebäude mit den WCs, die sind immer extern und noch 2 Räume für Patienten mit anstehenden Krankheiten. Hier der Schnitt, Sie sehen rot eingezeichnet die Ventilation. Wir haben also im Dach auch einen Ausgang mit Lamellen, damit wirklich eine sehr gute Temperierung und Durchlüftung stattfinden kann. Das sind die typischen Skizzen, die wir dort gemacht haben. Ventilation ist eingezeichnet, das Dach ist blechgedeckt. Und wir mussten alles unserem Tier dann auch
isometrisch aufzeichnen, denn Pläne lesen konnte er nicht, zumindest nicht gut. Und wir haben dann auch die ganzen Teile hier, Sie sehen hier Wood Truss, das sind die Fachwerkträger, gekennzeichnet und dann eben nochmal extra auch im CAD aufgezeichnet, dass er die bauen kann. Hier sehen Sie eine typische Wand. Wir haben oben den Stahlbetonträger, darauf das Dach. Dann gibt es eine Zone mit, das nennt sich Ventilation Grid, das ist also das sind Lüftungsgitter. Und dann kommen die Klappläden, die man zumachen kann bei starkem Regen. Die obere Lage ist immer offen, also dieses Ventilation Grid wird durch Regen nicht tangiert. Deswegen ist dort immer eine offene Durchlüftung gegeben. So sieht so eine Wand dann aus, wenn sie fertig ist. Wie gesagt, oben einfache Materialien, also das sind alles natürliche Materialien, oben diese, das ist nicht Bambus, aber sowas ähnliches, also ganz einfach und billig. Und dann die Klappläden, Türe und unten der Brüstungsbereich immer in Ziegel und das Ganze eingerahmt durch ein Stahlbeton-Skelettsystem. Baubeginn hier. Wir hatten nur eine Baumaschine, das war eine Planierraube, die 10 Kilometer durch den Dschungel sich arbeiten musste. Also sie hat sich den Weg selber gebahnt. Der Weg hat aber leider nur über die Trockenzeit gehalten. In der Regenzeit ist dann wieder alles weg. Sie hat das Grundstück planiert, dann wurde die Böschung befestigt. Unten sehen Sie Reisfelder hier bei der Regenzeit. Materialtransport natürlich auch alles über Schiff. Ziegel. Und hier steht schon das Stahlbeton, also das Skelett betoniert, gerade die Schalung steht, Armierung ist drin. Und wir haben immer, wenn wir dort waren, haben wir dann Modelle gebaut, also hinten ein Mockup für die Fassade, oben ein Modell für die Fachwerkträger. Denn wir waren ungefähr 3-mal auf der Baustelle, also meine Tochter und ich und die Frau Mück waren noch 2-3 Mal dort. Und während der anderen Zeit musste der TIA eben genau instruiert sein, was er machen muss. Hier sieht man die Fachwerkträger fertig. Und die Leute dort sind natürlich erfinderisch. Hier haben sie eine Anlage gebaut, um Eisen zu Armierung zu biegen. Hier Armierung, es gibt immer Zuschauer. Und die zweite Maschine war eine Kettensäge, Entschuldigung. Wir konnten keine Kreissäge bekommen, da braucht man eine Lizenz dazu. Das war politisch momentan nicht machbar. Also selbst die Lamellen für die Klappläden wurden mit dieser Kettensäge gesägt und mit einem Hobel dann glatt gehobelt. Der macht gerade die Rahmen für die Klappläden. Sie sehen also die simpelste Technik, immer auf dem Boden sitzend. Und fertig sieht es dann so aus. Und es ist erstaunlich, wenn man sieht, mit welchen Mitteln dann doch solche Ergebnisse erzielt werden. Oder so. Und meine Tochter macht hier Muster oder probiert Muster für die abgehängte Decke. Wieder eine Bambusstruktur, die luftdurchlässig ist, die hier als Muster geflochten wird. Hier sehen Sie nochmal, wie das dann aussehen kann. Und hier gibt es mal so eine Innenecke vom Gebäude mit nochmal dem Ventilation Grid, dem Lüftungsgitter oben, den Klappläden und oben der abgehängten Decke, die luftdurchlässig ist. Die Ecke außen. Dann beim letzten Besuch mussten wir noch eine Türe schnell entscheiden, wie wir die bauen möchten. Und dann haben die eine Mustertüre gebaut. Das sieht dann so aus. Und also außenrum waren wir noch. War weitgehend Rohbau, aber wir hatten eine Achse fertig gebaut, damit die Arbeiter dann entsprechend weiterbauen konnten. Hier sieht man das Hauptgebäude schon weitgehend fertig. Oben diese Entlüftungsfuge, wo dann noch Holzlamellen verkleidet werden. Und das Nebengebäude hier noch als im Rohbau. Und es gab natürlich immer, wenn wir dann gingen oder auch wenn wir dort waren, gab es jeden Freitag ein schönes Feierabendbier. Wir hatten immer Besucher, in dem Fall junge Mädchen, die jeden Tag da waren. Auch die Alten kamen und haben geguckt. Es war immer viel los hier oben. Dann haben wir immer versucht, auch die Bevölkerung einzubeziehen. Also hier gibt es eine Dorfversammlung, das ist der Bürgermeister des Dorfes.
Am nächsten Tag sollte eine Aktion stattfinden mit den Bewohnern. Wir wollten das Atrium mit Steinen füllen und er hat dann hier die Bewohner aktiviert, mitzumachen. Die waren auch da. Nach 2-3 Stunden war das Atrium oder dieses Wasserbecken, das was Regenwasser abführen soll, schon ziemlich voll mit Kieselsteinen, die am Strand gesammelt wurden. Hier dann sie reingetragen. Und am Abend gab es dann ein großes Hallo, als alles fertig war. So sieht es dann aus am nächsten Tag. Und hier nochmal ein Blick auf das Hauptgebäude, das Nebengebäude. Und ich mache noch schnell einen Rundgang. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Eingangsbereich, wir haben dann auch noch Türen machen lassen. In dem Fall kam ein Schreiner aus der Hauptstadt, der uns die Türen dann eingebaut hat. Dann ein Blick nochmal zurück in den Eingangsbereich, der gleichzeitig Wartebereich ist, auf der anderen Seite Behandlungsräume. Ein Blick nach rechts, Übergang zum Nebengebäude. Dann hier Blick zum Nebeneingang, der Richtung Meer orientiert ist, auf der rechten Seite der OP. Und hier noch ein Blick in die, das ist das Patientenzimmer für die Frauen, Trennvorhänge. Die ganze Ausstattung kommt aus deutschen Krankenhäusern, also es sind alte Betten, die aussortiert wurden, die hier dann mit einem großen Container, hat alles Frau Mück organisiert, nach Myanmar transportiert wurden. Neugierige Blicke von den Mädels aus dem Dorf. Und noch ein kurzer Blick in den Kreissaal, hier alles in Rosé-Tönen gehalten. Ein letzter Blick auf das Krankenhaus von unten, also hier sind die Reisfelder schon abgeerntet. Und damit schließe ich das letzte Bild. Selbst am Strand gibt es hier eine Pagode, es ist also wunderbar, das Land ist also noch sehr stark durch den Buddhismus geprägt. Sie sehen keine Menschen, die werden aber vermutlich in 5 bis 10 Jahren da sein, denn am Strand entlang soll eine Straße gebaut werden. Es gibt schon erste Hotels, im Hintergrund hat ein kleines Ressort eröffnet, aber jetzt durch Corona ist natürlich der ganze Tourismus zusammengebrochen. Ich bin gespannt, wenn wir dann in ein paar Jahren wieder dort hinkommen, wie dann dieser Strand aussieht. Damit bedanke ich mich und bin gespannt auf die anderen Vorträge. Ganz herzlichen Dank, Herr Raff. Ja. Darf ich Ihnen ich war sehr angetan von Ihren Skizzen, muss ich gestehen. Ich habe schon lange nicht mehr so schöne Handskizzen gesehen in den Vorträgen. Ja. Wir kennen es ja alle noch aus dem Studium irgendwie. Ja, ich habe auch noch mit Hand. Ja, natürlich. Und ich müsste natürlich doch alles machen. Auch wir haben dort mit dem TIA zusammen alles entwickelt. Übrigens, was ich vergessen habe, es gab auch keine Fachplaner, keinen Statiker. Wir haben gesagt, in die Stahlbetonskelette, da kommen 4 Eisen rein oder 6 Eisen bei den breiteren, Durchmesser 12, das war es dann. Die Dimensionierung der Fachwerkträger, das haben wir alles nach Gefühl gemacht. Ich habe gesagt, in Deutschland gefühlsmäßig so und so und die haben besseres Holz, dann hat er irgendwie, und das ist auch viel schwerer, dann hat er die Holzquerschnitte natürlich deutlich reduziert, damit sie überhaupt, die haben ja keinen Kran, gar nichts, damit sie überhaupt transportiert werden. Abenteuerlich und sehr schön. Vielen Dank. Also auch vielleicht nochmal ganz kurz an die Teilnehmer, die heute zum ersten Mal dabei sind. Sie dürfen uns gerne Fragen stellen ins Fragenfeld, die wir dann im Anschluss mit in die Diskussion nehmen können. Wenn es von Ihrer Seite Fragen gibt zu dem Beitrag von Herrn Raff, gerne schon mal eintippen, dann können wir das nämlich entsprechend später mit aufnehmen. So, und dann würden wir eben weitermachen mit Herrn Wilson. Peter, du darfst gerne in sein Projekt einleiten. Also, Herr Wilson hat eine besondere Vorliebe für Albanien und Herr Wilson hat eine besondere Vorliebe für seinen Zeichenstift und das lässt sich offenbar in Albanien verbinden. Im Text wird von unserem Autor Jonas König behauptet, dass Peter Wilson also seine üblichen Skizzen quasi nach Albanien geschickt hat. Und daraus wurde dann dieses Theater in der Stadt Korça. Und mit diesem Gesichtsausdruck des Architekten bei der Öffnung, ich weiß nicht genau. das war wahrscheinlich eher ein anderer. Aber es gibt auch in dem Bau natürlich auch noch eine andere Seite, so ist das nicht. Und es handelt sich um einen Umbau, den er
vor 11 Jahren gewonnen hat in einem Wettbewerb. Und er wird uns gleich erzählen, was das Faszinierende ist. Es gibt zur diesjährigen Herbst ein kleines Büchlein, Peter Wilson in Albanien zeichnend und bauend. Das ist sehr schön. Und da hat er vielleicht einige seiner Abenteuer verarbeitet. Und nun wird er uns erzählen, was es denn mit Albanien zu tun hat, dass dort so viele europäische Architekten bauen wollen und auch tatsächlich bauen. Yes. Bitte schön. Yes. Hallo, guten Abend. Ich würde gerne über unsere Tätigkeit in Albanien sprechen. Können Sie einmal ganz kurz noch auf die Präsentation gehen, Herr Wilson? Ja. Gut. Hervorragend. Genau, überlassen wir Ihnen jetzt die Bühne und Sie dürfen gerne starten. Albanien, wie viele weiß, hoffe ich, war abgeschlossen unter Kommunismus bis ungefähr 1990. Es ist jetzt in einem freien Wirtschaftsland und in einer Aufbruchsphase. Wir haben angefangen in Tirana mit Edi Rama, der damalige Bürgermeister Tiranas, Wettbewerbe zu machen. Der Edi Rama ist selbst Künstler und hat uns und ein paar andere Architekten eingeladen. Und 2010 haben wir einen internationalen stadtbaulichen Wettbewerb gewonnen in Stadt Korce. Stadt Korce ist eine Kleinstadt oben in den Bergen, fast in Griechenland. Wenn man innerhalb Europa, fast zu der Grenze Europa fahren wollte, dann ist Korce fast das, oder nicht das letzte Punkt, aber es ist fast Griechenland. Es ist sehr mediterranisch, aber sehr hoch und auch sehr kalt im Winter. Korce ist eine Kleinstadt, der mit 19. Jahrhundert mit vielen sehr eleganten Steinvillen gebaut war. Wir haben kein Bild gehabt, sehe ich gerade. Ich versuche das gerade hier parallel bei mir zu öffnen. Reden Sie ruhig weiter, mache Sie gleich an. Ich wollte eine Geschichte von Albanien jetzt erzählen. Gerne. Ottomanisch vor ein paar hundert Jahren und dann nach dem Zweiten Weltkrieg kommunistisch, kommunistischer Diktator, der Enver Hoxha, war total paranoid und hat die Albaner gesagt, dass der Nachbar Tito jederzeit einmarschieren konnte oder vielleicht die Amerikaner. Das heißt, die haben das Land total abgeschotten. Keine kommt rein, keine kommt raus. Eine sehr merkwürdige Geschichte, dass die überhaupt nicht wusste von dem Außenwelt und Hodge hat dem gesagt, dass die das fortschrittende Land des Weltes war und das war absolut nicht der Fall, die war fast das allerletzte. Aber Stadt Korce hat das Glück, dass die einen Bürgermeister gehabt hat, der etwas gebildet war und der war auch eine Weile in Deutschland als Kellner bei dem Münchner Bierfest, sprach ein bisschen Deutsch. Ich mag sehr gut Englisch. Und der hat mit Hilfsgeld aus Deutschland das Innenstadt, der Infrastruktur erneuert. Wir haben leider kein Bild. Kommt sofort. Abwasser und Frischwasser erneuert. Das heißt, die Stadt war fit und dann hat er alle Straßen mit Kopfsteinpflaster gepflastert. Das heißt, es fühlt sich wie ein Altstadt mit Steinwände, Steinstraßen. Das Problem war, das Grund des Wettbewerbs, des stadtbaulichen Wettbewerbs, ein Masterplan für das Innenstadt, ist, dass viel Albanien nach Griechenland, nach dem Fall von Kommunismus ausgereist hatte und dort Geld verdient hat. Und zurück? Ich kann es nicht bedienen, Ihr Rechner ist abgestürzt. Können wir das ein Bild zurück? Natürlich, an den Anfang. Ja, gut. Hier sieht man eine Postkarte aus Albanien.
vielleicht eine Postkarte, das nur innerhalb der kommunistischen Welt gepostet war. Man sieht in 1965 das Theaterplatz, ein dreieckiges Square quasi. Auf der linken Seite ein Theater. Das Theater war ein Geschenk von Russland. Albanien und Russland war befreundet. Der Enver Hoxha war ein großes Fan von Stalin. Als Stalin gestorben hat, gab es Streit zwischen den Albanern und den Russen. Dann haben die total Russland ausgeschaltet und in Richtung China geschaut. Das heißt, das Theater, das die Russen dem geschenkt hat, auf der linken Seite in russischer klassizistischer Stil, haben die nach dem Bruch mit Russland geendet. Man sieht in das Unterbild 1970, das gleiche Gebäude ist umgebaut in eine Art albanische Art Deco oder Balkan Art Deco Stil. Das heißt, Russland wegradiert und ein neuer Stil. Das haben wir das nächste. Wir können die Bilder leider von hier nicht. Nächste bitte. Genau, Sie können mich jetzt steuern. Ich schalte Ihre Bilder weiter. Das ist das Theater nach Russland. Das ist das albanische Art Deco. Eine Fassade mit Weißmarmor-Teilen und Quadraten, 140 Quadraten, quadratische Paneele. Man sieht schon, dass im Winter ist es sehr kalt, es ist sehr hoch in den Bergen, es ist auch ein Skigebiet dort. Man sieht hier schon, dass das ist nach dem Kommunismus, weil Werbeschilder gibt auf die Decke, die sind total reingefallen in Kapitalismus eigentlich. Unser Masterplan war, eine Schablone zu geben für das ganze Innenstadt, sodass die Leute aus Griechenland nicht 5- oder 6-geschossige Gebäude baut auf der historischen Villa-Grundstück. Wir haben, hier sehen wir einen Teil unseres Masterplans, das dreieckige Theaterplatz mitten nach oben. Das Theater ist das Hellrot. Und andere Projekte, das wir im Masterplan vorgeschlagen haben, auf der rechten Seite oben. Ein Stadthaus, eine umgebaute kommunistische Bibliothek, das wir vor ein paar Jahren durchgeführt haben. Bürgermeisterhaus daneben und privat U-förmiger kleinen Palazzo daneben. Auch zwei andere Projekte unten. Ein bisschen von Stadtgeschichte, ganz unten in dem Bild hier, in dem Lageplan. Liebe zurück, bitte. Ganz unten ist eine Bazar, ein ottomanischer Bazar, auch mit einer quadratischen Karawanserei. Das heißt, das Geschichte Kortes ist enorm komplex und most interessant. Das nächste jetzt. Nächste Bild? Ja. Das erste Stück unseres Masterplans, das umgesetzt war, war eine Fußgängerachse, eine ehemalige Boulevard von der Kathedrale an einer Seite des Innenstadt zu dem Theaterplatz. Das Theaterplatz braucht eine Art Gegenpol zum Kathedral. Da haben wir eine Art Campanile gebaut, das sogenannte Red Bar in the Sky. Das Campanile ist ziemlich hoch, man konnte da oben gehen, da gibt eine Flugtreppe und einen Aufzug. Und dann oben ein kleines Bar mit sehr schönen Ausblick. Man sieht direkt hinter dem Campanile das Theater mit dem schwarzen Blob, das ist unsere Fassade. Und links im Theater kommunistischer Wohnungsbau. Nächste bitte. Das ist das auf der linken Seite des Fuß unserer Campanile. Ein Durchgang rot gefärbt und dann im Hintergrund das Theaterfassade. Man sieht schon das Form, das alte kommunistische Theater. Das ist das Projekt ist ein Umbau. Wir haben es durchgeführt mit albanischem Partnerbüro. Die Architekten heißen die muss immer genannt werden. Die haben Werkplanung gemacht und die künstliche Oberleitung kam von unserer Seite, das Entwurfskonzept. Man sieht schon den Schatten des Campanile, das auf dem tragischen Maske hier drauf liegt. Es ist ein Bild von Sommer, wo es schön warm ist, wie in Griechenland. Das nächste bitte. Da sieht man in unsere neue Fassade, in dem Nachbargebäude, das wir auch ein bisschen beeinflusst haben mit dem schwarz
Werbung. Das ist ein Postgebäude mit Wohnung oben, kommunistischer Wohnungsstil. Wie man sieht, das ist gut. Können wir hier bleiben für ein paar Minuten? Das ist das Hauptfoto, das Hauptfassade. Man sieht schon, dass Form das ursprüngliche Gebäude. Im Rahmen des Fassade haben wir erneut mit Weißmarmor. Das ist eine albanische Weißmarmor und das ganze Erdgeschoss in Weißmarmor. Das Konzept, wie man hier sieht, ist Masken. Traditionellerweise auch im Theater hat man eine komische und eine tragische Maske. Die haben wir hier ein bisschen übertrieben, konnte man sagen. Das Schwarze ist das Tragische und Weiß ist komisch, das komische Maske. Man sieht hier auf dem Fußgängerstreifen den jetzigen Bürgermeister, unser Bauherr. Der Bürgermeister war für das ganze Projekt direkt Bauherr. Mit allen Problemen haben wir ihn kontaktiert und der war auf der Baustelle, hat die Baufirmen das weitergegeben. Ein sehr kurzer Weg, ein sehr direktes System. Nächste Bild bitte. Das ist meine Skizze, das Konzeptskizze, wo das Konzept entstanden hat. Die zwei Großmassen und Eingang, wie es vorher war. Und auf der rechten Seite ist ein neutrales Gebäude, ein schwarzes Box, ein Black Box, das Teil unseres Umbau ist. Das ist gut, danke. Das Black Box, das komische Maske, ist als ein sehr puristisches Objekt konzipiert mit einer schwarze Basaltstein, das einfach eine sehr haptische Wirkung gibt. Das komische Maske ist nicht draufgebracht, es ist reingesetzt. Es ist eine konvexe Form, das 20 cm tief ist in dem Basaltstein. Man muss sagen, mit dem Bild, was wir in Albanien entdeckt haben, das ist ein Entwicklungsland, die kann es nicht leisten, Produkte aus Europa zu kaufen. Eine Lampe von Erker oder von Artemide wird dem ein Jahreseinkommen kosten. Aber was die machen kann, ist handwerkliche Sachen. Die Sachen, die bei uns in Europa teuer sind, sind bei dem absolut machbar. Das heißt, diese Steinfassade, das einfach Stück für Stück gemauert war, war absolut machbar. Und wir versuchen dort in Albanien immer mehr handwerkliche Materialien zu verwenden. Man sieht schon hier, da gibt eine, gut, danke. Das ist das Bau des das komische Maske. Was man sehen musste, da gibt eine kleine elektrische Verkabelung mitten im Gesicht. Das war nicht geplant von uns, nicht gewünscht und leider nicht gesehen, auch bei einem Baustellerfoto. Hat später zu Problemen geführt. Hier sieht man, wie das Maskenform gehalten ist mit einer eine Stahlumrandung und dann Mauerwerk danach. Das nächste bitte. Ja, das ist dieser Basaltsteinmauerwerk. Wir haben entdeckt, dass das eine sehr traditionelle Art zu bauen ist oder zu mauern. Und das ist für uns etwas, das hat mit Le Corbusier Pflastermuster zu tun, aber eigentlich etwas, das wir beide verstehen. Das nächste bitte. Leider ist das Kommunikation nicht immer so gut, wie man wünscht. Und das erste Foto von der fertig komischen Maske haben wir gesehen, dass die dem Kerl schwarze Lippenstift gegeben hat. Das war nicht unser Konzept und ich habe ein sehr böse Mail an den Bürgermeister geschickt, dass die haben das Konzept total ruiniert mit dem Schwarz da drauf. Das war sofort korrigiert, auch mit Weiß, aber man sieht schon mitten im Gesicht immer noch diese unerwartete elektrische Verkabelung. Das Bild sieht aus wie ein Comic. Das elektrische Verkabelung, ich habe leider kein Bild davon, aber am Ende hat ein Elektriker da, ohne zu fragen, ohne dass er Hinweis von uns hat, eine Beleuchtung montiert oberhalb des Mundes. Das war ein horizontales Licht
Ich habe dem Bürgermeister nochmal eine böse Mail geschickt, dass er sah aus wie ein Happy Hitler. Und die haben das sofort weggenommen und dann hat er uns gefragt, wo sollte die Lichter liegen? Man sieht schon, dass es ein iterativer Prozess ist. Die macht was und wer korrigiert es und dann weiter und so weiter. Das Antwort zu der Lichtfrage war, die konnte Ohren sein. Man sieht hier schon, die Lichter sind montiert als Ohren. Der Kerl ist leider ein bisschen taub in dem linken Ohr, aber trotzdem gut beleuchtet mit dem rechten Ohr. Die Kinder sind nicht abgeschreckt von das Monsterbild, die läuft einfach vorbei. Nächste bitte. Und die älteren Leute haben überhaupt kein Problem damit. Da ist er in seinem Fertigzustand. Wenn man nah dran schaut, man sieht schon, dass er eine gewisse plastische Chirurgie gehabt hat. Da gibt eine versteckte Elektroleitung unter sein Haut von einem Ohr zum anderen. Das ist leider etwas, das man akzeptieren muss als Geschichte des Projektes. Das war das komische Maske. Das nächste ist das tragische Maske. Also das Maske-Konzept. Jetzt, ich bin ein großer Fan von japanischen No-Theater-Masken von vorne, aber das ist etwas, das kulturellerweise sehr bedeutungsvoll ist und wir werden ungern mit sowas spielen. Aber das Rückseite der No-Maske hat uns most interessiert. Diese schwarze, zurück, diese schwarze negative Raum. Aber wir haben das konkave für das komisch benutzt und das tragische Maske war in unserem Konzept konvex, das heißt draufgelegt. Das heißt, wir sind jetzt bei dem schwarzen tragischen Maske, das sehr ähnlich ist wie das Innenraum ein No-Theater-Maske. Nächste bitte. Da ist es schon gebaut. Man sieht schon die ältere Herren mit dem Orchester. Und da gibt auch eine Frau, die auf der linken Seite steht. Sie steht nicht mit den Männern. Und die sind unterhalb dieser übergroßen tragischen Maske. Da war auch eine lange Diskussion, wie man sowas baut. Die Baufirma hat überhaupt keine Erfahrung mit sowas. Wir haben Skizzen gemacht. Nächste bitte. Das ist quasi meine Entwurfsskizze. Unser albanischer Partner hat das, oder die haben keinen Werkplan gemacht, keine Details, aber das Ganze war von so einer Skizze gebaut. Vom Material ist das von Polystyrol Wärmedämmplatten gebaut, draufgeklebt wie Wärmedämmung und dann am Rand abgerundet. Das kleine Skizze unten ist eine Brotmesse, die das Abrundung am Rand macht. Die Albaner haben diese Skizze nicht verstanden und dann, ich muss da hingehen, nächstes Bild bitte, da hingehen und dem und eine Brotmesse ausleihen und dem zeigen, wie man Polystyrol abrundet. Es war eigentlich eine sehr interessante Erfahrung, dieser Austausch. Ein bisschen das Problem war, dass unsere Kontaktarchitekten mag keine Details. Einmal war ich auf der Baustelle und die Bauunternehmer hat mich gefragt wegen Details, eine abgehängte Decke, denke ich, es war. Dann habe ich dem gefragt, wo sind die Architektenpläne? Dann haben die ein Buch reingebracht mit 30 Renderings, Hochglanz-Renderings, fantastisch, wie Studentarbeit. Aber die als arme Baufirma waren gefragt, das Gebäude von Renderings zu bauen. Das heißt, meine Erfahrung war, es war einfacher, dahin zu gehen und zu demonstrieren oder mit einem Bleistift auf dem Wand eine Detail zu zeigen, 1:1. Was wie ein Architekt im 19. Jahrhundert. Das nächste bitte. Da ist das tragische Maske fertig. Wir haben keinen weißen Mund zum Glück hier. Die haben schon gelernt. Und daneben sieht man vier Kleingesichter. Das ist das dritte Teil des Fassadekonzepts. Komisch, tragisch und dann das Publikum. Die Fassade, wie, und nächste bitte.
Zuerst, was wir im Innenraum gemacht haben. Es ist ein Schnitt. Das Theater existiert mit dem Bühne und Bühnentor. Das Rot ist neu. Früher gab es ein Parkett und Balkon. Das haben wir rausgenommen und eine schräge Fläche reingebracht. Damit haben wir 100 Sitzplätze mehr geschafft. Wir haben auch eine Bar in dem Vorderteil oberhalb des Lobby hingekriegt und hinten ein Kindertheater. Nächste bitte. Das ist Grundriss, Rot ist Bestand, Schwarz ist Bestand, Rot ist neu. Man sieht schon, dass die Seitenwände zickzack sind wegen Akustik. Akustik verstehen wir schon, weil wir schon ein Theater in Stadt Rotterdam gebaut haben, das Luxor-Theater. Wir wissen schon, dass die Seitenwände nicht parallel sein darf. Das nächste bitte. Das ist das Innenraum des Theaters mit Zickzack-Seitenwände und dem Bühnenturm wie vorher. Nächste bitte. Die Seitenwände sind auch akustisch absorbierend. Das nächste. Das Foyer vorher. Nächste bitte. Und in dem Foyer, in dem Seitenbox, hinter dem komischen Maske, haben wir eine neue Treppe reingebracht. Auch mit weißem Marmor, eine Art Bühneninszenierung, wo das Publikum, wenn die oben läuft, zum Saal quasi auf der Bühne tritt. Man hat hier sieht man schon, dass man Details dort machen kann, die sehr aufwendig sind. Zum Beispiel das Handlauf, das auf eine Stahl-T-Träger draufgesetzt ist. Ein Messing-Handlauf auf ein Stahl-T-Träger. Das ist alles mit der Hand skizziert und dann vor Ort interpretiert. Nächste bitte. Im Lobby eine Kronlichter von dem alten Theater wieder reingesetzt. Nächste. Und im Lobby eine Seite ist gespiegelt. Das ist ein Foto in Spiegelwand. Wir haben die Bewährungseisen von dem Altbau da gelassen, aber das müssen wir nicht sehen. Und eine rote Wand für die Garderobe mit Nischen für Masken und Fotos von dem Alttheater. Nächste bitte. Zurück zum Fassade. Das ursprüngliche Theater hat 140 quadratische Paneele. Wir haben entschieden, oder die Skizze war für 140 kleine Gesichter da drauf. Die sollte in Ton gemacht werden. Wir haben einen ordentliche Topfe gefunden, der meinte, dass er es machen kann. Das Idee war, dass er eine quasi Maske von Bürger von Kortschen macht. Aber er hat uns gesagt, die muss etwas größer sein, weil von der Entfernung des Vorplatzes wird ein normaler Gesichtgröße sehr klein sein. Da sind die 140 Publikumsgesichter auf dem Fassade montiert mit einer Bauarbeiter, der davor läuft. Das nächste bitte. Das ist eine von den Publikumsgesichtern, dem Wächter von der Topfe in Kortschau. Das ist eine, der enorm produktiv ist, aber hat leider keinen Markt für seine Produkte. Der hat auch eine Nebenprodukte, eine meterhohe Tonpimmel, wenn jemand Verwendung für sowas hat. Nächste bitte. Das ist der. Das Geburt, das Publikum. Die Fotos kamen in unser Büro eine pro Tag fast mordspannend. Nächste bitte. Die Gesichter sind mechanisch befestigt auf einen Haken und dann drauf geklebt und jeder kriegt seinen quadratischen Hintergrund. Nächste. Kurz vor Ende war es eine Frage von Farbe. Der ehemalige Bürgermeister Tirana, Eddie Rama, der jetzt Premierminister ist, hat vorbeigefahren und hat uns gebeten, eine lautere Pinkfarbe zu nehmen. Und das Mittel ist das Pinkfarbe-Vorschlag von Premierminister. Nächste bitte. Wir müssen etwas. Ja, das ist mein letztes Bild, danke. Das ist das Publikum. Theater fertig. Vielen Dank.
Super. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Das ist beeindruckend. Wer sind diese 100 Leute? 140? Die sehen einfach Gesichter. Der Topper hat einen freien Wahl. Er hat angefangen mit sehr theatralischen Gesichter und wir haben ihm gesagt, nein, die Leute müssen normal sein. Die müssen Brille tragen und wie normale Bürger aussehen. Dann hat er sich... Der Bauherr auch dabei? Nein, da gibt kein genaues Porträt. Nein, die sind alle Erfindungen des Topfes selbst. Ja, das machte man ja früher gerne. Ja, sehr schön. Und zu den Fragen, da werden wir nachher insgesamt sammeln. Erstens, was reinkommt von den Zuschauern und dann werden wir Fragen für alle drei zusammen haben. Und deswegen kommen wir jetzt schon zu Frau Hartig und dem Kulturzentrum Chamanga Ecuador, welches von dem Design-Bildstudio an der Hochschule München, wo Frau Hartwig damals geleitet hatte. Wo ist sie denn? Ich sehe ihr Bild nicht. Mikro aus. Hallo, Frau Hartwig. Sie kommt gleich dazu. Sie kommt gleich dazu. Sie hat es schon freigeschaltet. Ja, ja. Wir sehen hier die Schule in Ecuador und das ist ein Klima, was ein wenig anders ist, als wir vorhin gesehen haben in Myanmar, wobei auch hier in Stein und in Holz gearbeitet wurde. Also dann, da gibt es doch ein paar gewisse Ähnlichkeiten. Auch da die Feuchtigkeit, das Feuchtigkeitsproblem, das Durchlüftungsproblem. Nur ist der Ansatz ein anderer, denn es ist natürlich auch ein Design-Bild-Projekt, das heißt mit Studierenden zusammen. Und das ergibt andere Ergebnisse, als wenn ein Büro mit großer Erfahrung Skizzen nach Myanmar schickt und es dann dort anfertigen lässt. Also bitte, Frau Hartig, erzählen Sie uns, wie Sie mit den Studierenden zusammen dieses Projekt in Ecuador betreut haben. Frau Hartig, Sie müssen, genau, jetzt ist der Ton an, hervorragend. Hallo, jetzt, man hört funktioniert mich und man alles. Sieht auch, ja. Es funktioniert alles, das ist sehr wunderbar. Funktioniert ja, alles. Okay. Ja, vielen Dank erstmal auch natürlich an die Jury, dass ein Design-Bild-Projekt juriert wurde oder diesen renommierten Preis bekommen hat. Das ist für uns natürlich eine wunderbare Sache. Ich hoffe auch, dass alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die solche Projekte machen, dadurch eher ermutigt werden und nicht abgeschreckt werden, Projekte zu machen. Ja, ein Design-Bild-Projekt, das ist richtig. Übrigens nicht nur wir in Deutschland machen diese Projekte. Es kommt eigentlich im Prinzip aus den Vereinigten Staaten, wo allerdings mehr Projekte im Inland gemacht werden, also in den USA selber und weniger Auslandsprojekte gemacht werden. Jetzt steht mein Name dort unten. Ich bin, wie das der Herr Schmal schon gesagt hat, natürlich nur eine Stellvertreterin für einen Haufen von Autoren. Also die Autorenschaft ist eines der größten Probleme. Es gibt eigentlich keinen Autoren, es gibt eine ganze Gruppe von Studierenden, aber auch von Experten, von Mitarbeitern vor Ort, von lokalen Projektpartnern, unter anderem auch die Bauherren, die selber aktiv auch in das Design mit eingegriffen haben. Und das möchte ich ganz kurz ein bisschen erläutern. Jetzt weiß ich nicht, warum ich nicht hier weiterkomme. Doch, ich komme weiter. So, dann, na, das Ticker geht nicht. Jetzt muss ich versuchen, das zu schieben. Design-Bild, mal kurz vielleicht zu erklären, was das überhaupt ist. Nicht jeder weiß es. Ein Studiengang, eine Ausbildung, ein Projekt oder eine Philosophie. Ich tendiere mittlerweile fast zum Letzten, weil das so viele unterschiedliche Ebenen des Lebens auch betrifft. Und vielleicht ganz wichtig ist der eine Satz, der hier unten drunter steht, nicht das Produkt steht im Mittelpunkt, sondern der Prozess, obwohl ich sehr gut weiß, dass man solche Preise eigentlich vor allen Dingen mit dem Produkt und nicht mit dem Prozess gewinnen kann oder prämiert wird. Ich möchte ein bisschen über alles Mögliche erzählen. Ich habe ein kleines bisschen Probleme hier mit der Steuerung. Es gibt total viele Erzählstränge, also sehr viele Narrative, aus welcher Seite man diese Produkte oder die Prozesse erläutern kann. Und ich versuche jetzt hier in dem kleinen Vortrag nur ein paar davon rauszunehmen. Prozesse der Koproduktion von Architekten und Ingenieursstudenten mit Experten, das Bauen mit Bambus,
Wie macht man das überhaupt mit Studierenden zu planen und zu bauen und ein bisschen was über das Projekt selber zu erzählen? Ja, wo ist es verortet? Es ist ganz ähnlich wie das Projekt von Herrn Raff auch, in einem tropischen Setting. Das heißt, es ist sehr, sehr feucht und sehr, sehr heiß und regnet eigentlich im Prinzip die ganze Zeit. Es ist fast am Äquator. Das sieht man hier auf dem einen Bild. Da ist die Äquatorlinie eingezeichnet. In einem Mangrovengebiet, Chamanga Esmeraldas, liegt also nicht an vorderster Seefront, sondern eben in einem Mangrovengebiet, ist einer der ärmsten Regionen von Ecuador überhaupt. Es wohnen ungefähr 4.500 Leute dort. Es hat eine extrem prekäre Wasserversorgung, Sanitäranlagen gibt es gar nicht, also schon vor dem eigentlichen Problem, eben einem Erdbeben, was im April 2016 diesen Landstrich heimgesucht hat, war die Situation nicht einfach. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen auch mit der Situation, die Herr Raff schon geschildert hatte. Das ist ein Foto von oben runter, von etwas höher gelegenen Plateau in die Mangrovenlandschaft rein. Man sieht unten die Mangrovenlandschaft und man sieht vor allen Dingen auch schon da die Ruinen, die ein Erdbeben hinterlassen hat. Unten war eigentlich alles bebaut mit Stilthäusern, also mit Häusern, die auf Stützen standen, die natürlich keine Aussteuerung hatten und die eigentlich alle kollabiert sind in einem Erdbeben. Das sah dann so aus, noch 2 Jahre später, als wir dort waren. Das sind die Häuser von den Fischern. Ganz viel aus Stahlbeton, viel auch aus Holz. Eigentlich alles kollabiert, weil sie einfach erdbebentechnisch überhaupt nicht ausgerüstet sind. Es gibt dort Bambus auch, aber das wird eher nicht so gerne fürs Bauen verwendet, weil sie sagen, ja, Bambus oder Holz auch, das ist ja nicht unbedingt Material. Wir würden gerne lieber mit Zement und mit Ziegeln bauen. In dieser Region ist dann auch ein Bebauungsverbot ausgesprochen worden. Das heißt, dieser ganze untere Bereich dürfte nicht mehr bebaut werden, weil eben die Gefahr von Überschwemmungen, von Landslides, von Bodenverflüssigungen so groß waren. Das ganze Dorf musste im Prinzip umgesiedelt werden oder ganz viel wurde umgesiedelt auf ein höher gelegenes Plateau. Jetzt versuche ich wieder weiterzugehen. Genau, also das ist so ein kleines Schaubild, wer daran beteiligt war und wie dieser Ablauf eigentlich stattfand, wie es dann dazu kam. Der massive Impact des Erdbebens hat eine große Welle von internationaler und nationaler Hilfe ausgelöst. Erstmal natürlich Nothilfe, Katastrophenhilfe bis zu dem roten Strich, wo die Leute versucht werden, in Zelten oder in Behelfshäusern unterzukommen und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Danach gab es relativ viele auch internationale Hochschulen, Organisationen, die versucht haben, dort zu helfen, zu unterstützen, sehr viel Planung, sehr viel Recherche, sehr viele Studien und auch 2 Jahre später hat man eigentlich noch relativ wenig gesehen. Das war dann der Anlass von einem Team von ecuadorianischen Architekten, Ataraya nennen sie sich, Sebastian Oviedo und Lorena Bovano, zusammen mit anderen Hochschulen wie die Portland State University und auch die University of Tokyo mit einem Bauherrn sich zusammenzusetzen und zu sagen, wir wollen dort ein Zeichen setzen der Hoffnung im Prinzip auch dieser Bauherr, Option Mass, eine Option mehr, eine Kulturorganisation, die für Kinder sehr viel schon vorher auch gearbeitet hatte, ist mit eingestiegen, hatte einen Bauplatz, hat angefangen eine erste Phase mit der Portland State University und den Ataraya Architekten zusammen zu planen und hat dann an uns weitergegeben. Also das ist vielleicht auch eine Besonderheit, dass wir nicht die alleinigen Planer waren, sondern es ist ein zweiphasiges Projekt mit 2 verschiedenen Universitäten, eigentlich 3. Option Mass, das Zentrum für Art, für Kultur und Kunst. Die Architekten, die Gemeinde und die weiteren Partner haben mit den Leuten aus dem Dorf Workshops gemacht. Option Mass hat schon sehr viel vorher mit Kindern gearbeitet und hat auch während dieser ganzen Katastrophenzeit immer mit Kindern zusammengearbeitet, die unterstützt, damit dort auch irgendetwas Positives
in ihrem Leben sein kann und war für uns deswegen eben auch ein guter Partner. Die ecuadorianischen Architekten haben dann mit den Leuten vor Ort Workshops gemacht, haben versucht herauszufinden in einem sehr partizipativen, für mich völlig fremden Prozess. Also ich kenne diese partizipativen Prozesse eigentlich nicht so sehr aus meiner eigenen Planung. Haben mit den Leuten zusammen versucht herauszufinden, was sie denn wirklich wollen, wenn es ein Kulturzentrum gibt. Das ging dann vom Zoo über ein Psychologiezentrum, alles Mögliche, Tanzaufführungsstudio und so weiter. Und es hat sich dann herauskristallisiert, ein Raumprogramm für uns. Ein Bauplatz wurde auch gefunden und gekauft auf dem oberen Plateau. Da zeige ich gleich nochmal ein bisschen, wo das ist. Links und rechts Gebäude. Das rechte Gebäude stand noch nicht. Das wurde dann in der Zeit, während wir geplant haben, gebaut. Ein extrem schmaler Plot, 9 auf 13 Meter. Man sieht hier diese blauen Hütten. Das sind schon die verbesserten Notunterkünfte, die die Regierung für die Leute zur Verfügung gestellt haben. Alles aus Plastik in dem Klima, eigentlich total unerträglich, aber ein Dach über dem Kopf. Das ist der Bauplatz, sieht man hier. Das hier unten ist die Lagune. Das ist alles kaputt gegangen, mehr oder weniger. Hier oben sind dann die neuen Baufelder ausgewiesen und wir befinden uns hier auf diesem kleinen Plot. Die Portland State University mit dem Center for Public Interest Design, Sergio Palleroni als Direktor, haben eine erste Bauphase geplant und gebaut, auch in Abstimmung mit uns, damit auch unsere Studierenden eben nachher weiter eine vernünftige Planung machen können und nicht nur irgendetwas fertig bauen müssen. Diese erste Bauphase sah dann im Prinzip so aus, dass auf diesem Grundstück ein erster Kubus aus richtigem Material, also dem Ziegel und dem Beton, entstanden ist, bis zur Deckung, bis zum Dach fertig. Und das war im Prinzip dann die Basis, auf der wir angefangen haben, mit unseren Studierenden dann im Oktober einzusteigen und zu planen. Ganz kurz, wie so ein Projekt abläuft. Es gibt eben einen Anlass, es gibt einen Kunden, es gibt Geld, was wir selber gesammelt haben oder mit Hilfe von anderen, um das Projekt zu realisieren, was auch noch weiterläuft während des Semesters. Wir steigen ein in eine Recherchephase, die auch nicht nur über den Kontext geht, sondern auch über die Besonderheiten des Bauens mit Bambus, mit erdbebengerechten Grundlagen. Hier speziell auch Trockentoiletten, weil es eben überhaupt kein Sanitärsystem in der Stadt gab. Nach der Recherche entwickeln wir parallel in einem Wettbewerbsverfahren Alternativprojekte, die werden dann rausgefiltert und zu einem im Prinzip Gewinnerprojekt kondensiert. Dieses Gewinnerprojekt teilen wir dann wieder in verschiedene Schichten auf, wie Fundament, Masterplan, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dach, wo dann die unterschiedlichen Gruppen einarbeiten. Dann fliegen wir oder fahren wir dorthin, wo wir bauen, mit der gesamten Truppe und haben dann für dieses Projekt zur Realisierung ja 28 Tage gehabt. Das ist ein Teil der Truppe, eben nur die deutschen Studierenden, die dabei sind und eine Bambusexpertin, die Ursula Schmidt aus München. Ja, eigentlich im Prinzip ein ganz normales Seminar bis dahin, Ausbildung für Architekten und Bauingenieure. In der Mitte sieht man den Siegerentwurf von den drei letzten, von der letzten Jury. Aber eben nicht mehr normal im Prinzip ist dann, wie es weitergeht. Die Bauingenieure haben noch Bambusversuche gemacht, Auszugsversuche, Belastungsversuche. Und das ist ein Satz von Zeichnungen, einer von 168 Plänen, glaube ich, die wir gemacht haben. Also wir haben sehr viel gezeichnet. Wir haben eigentlich fast alles detailliert. Es ist unten der existierende Kubus von der Portland State University, der wurde auf der anderen Seite gespiegelt, mit zwei Geschossen versehen, beide Kuben, und in der Mitte eine doppelgeschossige Halle, die sich nach außen zur Straße hin öffnet. Das ist ein Schnitt. Die Sockelgeschosse beide eben aus massivem Mauerwerk, Stahlbeton. Die Obergeschosse mit Bambus, in einer Bambusholzkonstruktion mit einer Deckung aus recycelten Tetrapackplatten. Das ist eine sehr gute Deckung für dieses Wetter.
dieses Klima, der Grundriss. Man sieht hier, der zweite Kubus ist nicht nur gespiegelt, sondern auch ein bisschen verformt, dass sich der Raum nach außen zur Straße hin öffnet, weil sie wollten, dass sie mehr Zuschauer reinkriegen, als nur in den Raum reinpassen. Die Räume sind alle mehr oder weniger miteinander verschaltbar. Es gibt ein Radiostudio, es gibt eine Bühne, Zuschauerraum, Möglichkeiten zum Tanz und eben dieses WC, was von außen erreichbar ist. Im Obergeschoss auf einem Holzboden dann die Tanzübungsräume, eine kleine Bücherei, die sind mit einer Brücke miteinander verbunden. Ja, also die Studierenden haben jede Menge Pläne gezeichnet. Wir haben eigentlich alles aufgezeichnet, was man nur aufzeichnen kann, einfach um dort vor Ort dann eben zu wissen, dass wir dann rechtzeitig auch reagieren können, vorbestellen können, Material bestellen können und das eben auch realisieren können. Die Bauarbeiten waren mühsam. Der Boden war schwer, lehmig, es hat immer geregnet. Es war eine wahnsinnig enge Situation irgendwie. Ging es dann doch. Ich führe einfach mal so ein bisschen durch. Ja, wir haben nicht nur vier Eisen in die Stützen, sondern wir haben also eine massive Erdbebenbewehrung in die ganze Stahlarmierung, in die ganze Stahlbetonkonstruktion einlegen müssen. Natürlich auch, wenn man anderthalb Jahre nach einem Erdbeben baut, muss man das einfach machen. Es ist auch gerechnet worden. Also wir hatten tatsächlich Ingenieure, die das dann auch gerechnet haben. So eine kurze Zwischenbilanz, zwei Baufelder, das eine eben aufgesattelt auf das Bestand, das zweite neu gebaut. Anders als der erste Kubus haben wir hier eine Stahlbetonkonstruktion zuerst gebaut und dann ausgemauert und nicht die Ausmauerung als verlorene Schalung genommen, damit das Mauerwerk eben mit einer gewissen Distanz zum konstruktiven Skelett bleibt und auch im Erdbebenfall das Skelett nicht schädigt. Die Bambuskonstruktion, also eine Geschichte für sich, auch vorgeplant, bis ins letzte Detail liegend, angefertigt, aufgerichtet und verkleidet mit Bambusmatten. Man sieht hier auch, die ganzen Köpfe sind gefüllt worden, damit die Termiten und die anderen Tiere nicht vorne reinfliegen können. So einfach, wie man sich das vorstellt, ist es natürlich nicht. Also wir haben versucht, alles tatsächlich aufzuzeigen und noch über das, was eigentlich ein Architekt in der Detaillierung macht, hinauszugehen. Mit einem ganzen Satz von Do-it-yourself-Plänen haben wir es genannt, sodass wir dann eben auch als Laien vor Ort wirklich wissen, welche Handgriffe wir dort machen müssen. Weil es eben keine ausgebildeten Handwerker gibt, die mitgefahren sind. Das heißt, wir hatten das Glück, dass wir einen in der Studentenschaft hatten und einen, der noch so dazu mitgefahren sind, allerdings Zimmerer, die auch natürlich vom Bambusbau erstmal keine Ahnung haben. Ja, wir hatten alle keine Ahnung vom Bambusbau, wir haben es trotzdem gewagt. Ich kann jetzt sagen, dass ich nichts weiß vom Bambusbau. Es ist eine kunsthandwerkliche Arbeit, kann man eigentlich sagen. Damit zitiere ich einen Experten aus der Region. Man muss erstmal gucken, wo kommt das Zeug überhaupt her? Was sind das was ist das für eine Art? Was kann man konstruktiv verwenden, was nicht? Man muss sich die einzelnen Stäbe aussuchen. Man schichtet das tausendmal um und klassifiziert und schichtet wieder zurück und überlegt, ob man nicht den einen vielleicht doch noch konstruktiv verwenden kann, obwohl er so krumm ist. Dann nicht zu unterschätzen ist das Putzen. Die müssen alle nochmal gesäubert, nochmal geputzt werden. Wir hatten das große Glück, dass sie alle schon mit Bohrsalz getränkt waren. Das heißt, das mussten wir nicht noch machen, aber dieses Putzen hätte uns beinahe das Zeitmanagement durcheinander gebracht. Ja, und dann geht es darum, wie mache ich denn eigentlich diese Verbindungen? Das ist jetzt eine sogenannte Fischmaul-Verbindung. Und ich muss sagen, einige können es halt, ich kann es nicht. Ich weiß auch, es ist mir schleierhaft, wie man das macht. Ich habe es dreimal probiert, ich habe es nicht hingekriegt oder mehrmals probiert. Andere kriegen das irgendwie hin. Ein Mensch, der uns extrem geholfen hat, Fabian Bovano, ein ecuadorianischer Bambusbauer, der eben auch sagt, ja, es ist ein Kunsthandwerk, was man dort macht. Man weiß, wie das Gebäude aussehen muss, man muss sich das vorstellen können. Man guckt jeden einzelnen Stab an und überlegt, für welchen Ort in diesem Gebäude dieser Stab verwendet werden kann. Und dann stellt man den an diese Stelle und dann bleibt er an dieser Stelle. Wir haben es anders gehandhabt. Wir haben eine technische Aufrüstung mit diesem Bambus gemacht. Wir haben ihn mit Beton gefüllt. Wir haben Nägel eingeschraubt, dass es nicht ausgezogen wird. Er meinte, ja,
kann man auch alles machen, aber das wäre nicht so sein Ding. Hat dann auch die Baustelle verlassen und uns nur noch beraten und meinte, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie haben wir es auch hingekriegt. Das ist das fertige Gebäude. Ja, man sieht, dass die Halle nach außen tatsächlich funktioniert. Das lichte Obergeschoss, was eine gute Ventilation durchlässt. Ich brauche kein Glas, so wenig wie in Myanmar. Ist öffnbar oder auch abschließbar zum Teil mit diesen Shuttern. Das ist ein Eindruck, ein Bild von der Einweihungsfeier, wo tatsächlich die Straße mitbestuhlt wurde. Auch von der Einweihungsfeier, wie man sieht, funktionieren diese Querschaltungen von diesen zugeordneten Räumen eigentlich ganz gut. Ein Blick von oben runter. Mauricio, ein Fischer, trägt gerade ein szenisches Gedicht vor. Also man kann im Prinzip von dem ganzen Gebäude, wenn es eine Aufführung gibt, den Bühnenraum einsehen. Das Gebäude wird seit dem ersten Tag eigentlich von Kindern belagert. Die stehen zum Teil morgens schon Schlange. Wenn es noch gar nicht auf hat, im Hintergrund sieht man die Treppe, die ich vorhin in der Zeichnung gezeigt hatte, die als Garderobe und als Sitzgelegenheit funktioniert für den Raum auch. Ja, endlich können wieder Marimba-Kurse stattfinden. Marimba ist eine nicht nur Musikform, sondern auch eine Erzähltradition in Esmeraldas. Wenn sehr viele Geschichten einfach über die Lieder mit der Marimba überliefert. Man guckt jetzt oben in den Dachraum rein. Ja, wie gesagt, die Kinder, immer wieder gehen sie rein und wollen wissen, was stattfindet. Das ist der Eingang zu den Komposttoiletten, die wir außerhalb des Eingangs platziert haben. Ein kleines Detail. Die Brücke, die die beiden Obergeschosse miteinander verbindet. Also es ist ein sehr atmosphärischer Raum geworden. Die verschiedenen Wandverkleidungen, einmal die Fenster eben, die man öffnen kann mit den Klappläden, oder nur abgeschnittene Bambusrohre, die den Regen nicht reinlassen, aber eben Licht und Luft. Ja, mein letztes Bild, die Casa de la Cultura, es heißt nicht mehr Zentrum für Kultur, sondern Haus für Kultur. Es wird wirklich benutzt, intensivst von den Leuten in Chamanga. Und wir sind glücklich, dass wir dieses Projekt mit denen machen konnten. Und nochmal vielen Dank an alle, die auch daran beteiligt waren und das unterstützt haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Hartmann. Ein schöner Bericht. Und ich glaube, wenn jetzt noch der Herr Raff hinzukommen könnte. Ja, und Herr Wilson, lade ich auch gleich nochmal dazu. Das macht sie. So, jetzt haben wir alle. Und die Präsentation weg. Ja, ich bin schon dabei. Dann haben wir sie alle zusammen, die Protagonisten. Vielen Dank. Und das letzte Beispiel hat hochinteressant gezeigt, den Unterschied zu den beiden vorhergehenden Projekten. Also wenn die Büros, die Profibüros von Deutschland aus im Ausland bauen, haben sie lokale Partner, zeichnen ein wenig und manchmal bei Nichtverständnis reist man hin und sägt selber ein wenig den Styropor glatt. Oder im Fall von Herrn Raff zeichnet man dann halt ISOs, weil die ISOs besser zu verstehen sind als irgendwelche Zeichnungen. Und dann kommen die Studierenden, detaillieren den Bambus bis ins Letzte durch auf CAD-Plänen, bringen die dann mit und müssen es dann selber ausführen. Das heißt, sie zeichneten eigentlich für sich selber. Ich habe nicht so viele Locals auf der Baustelle gesehen. Die hätten auch die Pläne nicht verstanden, die sie dort gerendert haben und auf dem CAD erstellt haben. Also eine hochinteressante Arbeitsweise. Frau Hartig, wie fanden denn die Locals das, was die Weißen dort trieben, nachdem sie ihre Computerpläne studiert haben? Wir haben das Projekt natürlich vorgestellt. Also es gab ja vorher schon die vielen Prozesse,
wir haben ihnen Zeichnungen geschickt. Und unsere Kollegen vor Ort haben das natürlich übersetzt und auch vermittelt. Und es gab die erste Bauphase im Prinzip auch schon. Die Locals haben mitgeplant, gerade was die, was das Konzept angeht, auch die Raumverteilung angeht. Und insofern waren sie natürlich sehr positiv, weil sie auch Mitautorenschaft übernommen haben. Und auf der Baustelle selber, es waren einige Leute, die dabei waren. Aber man muss natürlich auch sagen, wir haben sie nicht bezahlt. Und die müssen natürlich ihr Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, sie können kommen, wenn sie ihre Fische befangen haben. Ne? Also das muss man dann auch immer sagen. Wenn man heißt, ja, es ist ja keiner auf der Baustelle von den Locals. Ja, wenn wir ihnen kein Geld dafür geben, dann können sie auch nicht kommen. Sie haben uns extrem unterstützt. Also das war auch ohne die hätten wir das gar nicht hingekriegt. Wir haben die Arbeitskraft von ihnen auch gebraucht. Und besonders eben Fabian, der Bambusexperte, hat uns wahnsinnig viele Tipps gegeben. Aber da habe ich wirklich gemerkt, da brechen Kulturen aufeinander. Wir kommen mit unseren Ideen eines technisch aufgerüsteten Bambus, also versuchen die Schwächen des Bambus technisch zu lösen. Er sagt, ja, aber der Bambus ist der Bambus, der macht, was er macht. Ihr müsst seine Schwächen und seine Stärken so nehmen und dann eben so damit bauen. Nur konnten wir das halt nicht, weil wir keine Bambusexperten sind und weil wir in 28 Tagen ein Gebäude bauen mussten. Haben uns dann gesagt, okay, das ist Lernen fürs Leben. Deswegen sage ich, ich kann nicht mit Bambus bauen. Wir haben es hingekriegt. Er meint auch, ja, das hält schon. Klar, sieht ja gut aus irgendwie. Aber das war wirklich, das war eine bittere Pille für uns auch, die zu schlucken tatsächlich dann. Ja, Herr Raff, Herr Raff, wie fanden Sie denn die Bauausführung, die Sie da gerade gesehen hatten? Ich fand es hochinteressant und es gibt eine Person, die uns für uns sehr wichtig war, die Ursula Schmidt. Sie hat nämlich eine Bambusschule in Myanmar gebaut und über die Ursula Schmidt haben wir den Handwerker vermittelt bekommen, der uns dann geholfen hat, unsere beiden Projekte durchzuführen. Also insofern überschneiden sich die Kreise. Die Wege hier. Ich finde es hochinteressant. Wir haben am Anfang natürlich auch mit Bambus überlegt, aber es wäre dann viel zu kompliziert geworden, weil wir hätten ja erstmal eine Anlage bauen müssen, um die Bambusteile in Bohr zu legen. Und wir hatten für die Schule nur 5 Monate Zeit. Also das wäre nicht denkbar gewesen. Und selbst bei der Holzbauweise ist es natürlich so, dass die Dorfbewohner, die haben wir immer mit einbezogen, die hatten schon beim Holz ihre Bedenken wegen der Haltbarkeit. Deswegen war dann auch klar, beim Krankenhaus müssen wir jetzt mal mit Stahlbeton arbeiten. Klar. Ja, sehr interessant. Herr Wilson, wie ich sehe, haben Sie sich mit den lokalen Architekten dann halbwegs anständig vertragen und die konnten mit ihren Zeichnungen wahrscheinlich ziemlich viel anfangen. Ja, mit dem lokalen Architekten. Eigentlich arbeite entweder mit sehr kommerziellen Architekten wie bei dem Theater oder mit jungen Architekten. Und das mag ich gerne, weil wir haben jetzt eine Mannschaft von jungen Architekten, die unsere Skizzen interpretiert vor Ort. Und das bringt dem weiter mit unser technische Wissen. Und auch, oder was man dort findet, ist, dass die jungen Leute sind mit Renderings enorm fit. Die konnten alle pfiffige Effekte machen, aber die Lokalarchitekten entwerfen wie Arc Daily, dass ich eine Katastrophe finde. Das heißt, man muss die ein bisschen einordnen und ein Richtung geben und dem zeigen, wenn ein Konzept konsequent ist und nicht. Ja, aber die Antwort ist, wir arbeiten gerne mit jungen Architekten. Es kam die Frage auf, ob der sprachlichen Herausforderungen in den unterschiedlichen Ländern, weil wenn wir jetzt an Ecuador oder Myanmar denken, ich glaube in Albanien sprechen tatsächlich viele schon sehr gut, also einfach sehr gut Englisch, gerade wenn wir über junge Architekten sprechen. Wie war es denn bei Ihnen, also Frau Hartig und Herr Raff? Ja, also unsere Studenten sprechen alle Englisch, unsere ecuadorianischen Kollegen auch, die dort vor Ort mit uns den Bau betrieben und betreut haben.
Und dann kann man natürlich so eine Art Transmitter damit einführen. Es sprechen aber auch immer ein paar Studierende Spanisch. Ich spreche auch selber sehr viel, also sehr mittlerweile relativ gut Spanisch wegen der ganzen Projekte in Mexiko. Und insofern war die Sprache nicht wirklich eine Barriere. Und selbst die Studierenden, die kein Spanisch sprachen und die Leute auf dem Bau, die kein Englisch oder Deutsch sprachen, man hat halt zusammengearbeitet. Also man hat zusammen gebaut und zusammen gegessen und zusammen gelacht. Und insofern ist dann die Sprachbarriere, also alle sagen, wenn sie zurückkommen, ach, ich hätte mir gewünscht, dass ich doch mehr Spanisch sprechen würde, die Studierenden selber. Aber es ist eigentlich nicht wirklich ein Problem. Also wie war es in Myanmar? Die Sprachbarriere war sehr groß, sehr, sehr groß. Denn Tia, unser Handwerker, der konnte nur ganz rudimentär Englisch. Deswegen auch die Finanzskizzen, die ich dort mit ihm zusammen gemacht habe. Also nicht, wir haben nicht Skizzen hingeschickt, sondern wir haben die dort entwickelt. Ich habe ihn immer wieder gefragt, kannst du dir das so vorstellen? Aber Zeichensprache im Wesentlichen. Und dann gibt es ja heute die Handys. Er hat natürlich ein Smartphone. Und dann habe ich gesagt, ja, Roofbeam was auch immer, Shutter, wie heißt das, habe ich es mir reingeschrieben und er hat es dann übersetzt auf seine Sprache und so haben wir uns verständigt, also mehr oder weniger über Zeichnungen. Sehr gut. Wir hatten auch keine Kontaktarchitekten, niemand vor Ort, also wir hatten nur den TH, das war der Einzige. Frau Hattig hat erzählt von den kulturellen Erlebnissen beziehungsweise kultureller Clash, den es dort gibt, auch in Bezug auf Bauen und Erwartungen. Wie sehen Sie das, Herr Wilson? Kulturelle Diskrepanzen, kulturelle Welten, wie sind die in Albanien auf Sie getroffen oder andersherum? Ich denke, die Albaner sind mittlerweile ziemlich gebildet oder auch unter Kommunismus haben die italienische Fernsehen angeschaut. Die sind alle verreist, irgendwo nach Amerika oder nach Griechenland. Das heißt, das Englischsprache ist absolut wichtig, weil für mich ist das überhaupt kein Problem als Native Speaker. Das Albanisch, ich finde, das albanische Kultur ist mordsinteressant eigentlich. Ich lese fast nur im Moment Ismail Kadare, der albanische Autor, der eigentlich einen Nobelpreis kriegen sollte, der so gut ist. Der schreibt über Kommunismus und das kommunistische Hintergrund ist eine sehr interessante Frage. Eigentlich das Politik Albaniens ist auch most interessant. Wir arbeiten nur für die Sozialisten, weil die Demokraten sind die ehemaligen Kommunisten, die haben deren Partei umgenannt als Demokraten, aber die sind die früher regiert hat. Und die Sozialisten, und es ist total polarisiert, wir arbeiten für die Sozialisten. Und unsere Campanile war in dem Parlament Albanien diskutiert. Die Sozialisten haben den Premierminister kritisiert, dass er den Staat ruiniert hat mit dem Campanile. Und der Premierminister hat geantwortet, das ist das erste Mal, dass ich eine ästhetische Meinung von ihrem Partei gehört habe. Ich finde es sehr wichtig, dass das Architektur eine politische Rolle hat. Und eigentlich, was wir in Kultur gemacht haben, wir haben jetzt fast 20 Projekte da durchgesetzt. Wir nennen das Akupunktur. Das ist nur hin und her in der Stadt, statt ein anderes Profil zu geben. Kocsi ist jetzt geworden das haupttouristische Stadt für albanische internen Tourismus. Die Leute gehen gerne am Wochenende dort. Das heißt, wir sehen unsere Architektur als eine Art, es gibt die ganze Stadt einen neuen Charakter. Und Kocsi ist jetzt quasi ein Beispielstadt geworden für andere albanische Stadtentwicklung. Und Herr Raff, wo sehen Sie die kulturellen Bewegungen und Diskrepanzen und kulturelle Clash zwischen Ihnen, Ihrem Büro und den Partnern Myanmar? Also ich glaube, die asiatische Denkweise, Lebensweise werden wir nie verstehen. Also das habe ich jetzt gemerkt, ich war jetzt schon oft dort. Wir haben viel gelernt von den Bewohnern dort, die nehmen alles viel lockerer. Und das werden ja auch im Detail, ist es alles nicht perfekt durchgeführt, aber es ist glaube ich,
trotzdem so, dass die, also beide Seiten nehmen was mit. Ich habe die, und meine Tochter auch, die große Erfahrung gemacht, dass man wieder ganz direkt bauen kann. Also wir gehen da hin und zeichnen was und dann kommt jemand, der sucht das Holz und der sucht die Bambusmatten und dann machen wir Muster, da probieren wir aus. Wir müssen keine Pläne zeichnen, keine Ausschreibungen machen, keine Haustechnik einplanen. Das ganze Pipapo, das wir hier in Deutschland haben, das gibt es da nicht. Also so direkt und unmittelbar zu bauen, das war die größte Erfahrung für uns. Und da lernen wir natürlich auch jetzt für unsere Projekte hier, soweit es überhaupt machbar ist. Und ich glaube, die Leute in Myanmar haben auch so ein bisschen was davon, denn wir haben schon gehört, dass in der Uni in Architekturabteilung in Yangon jetzt unsere Projekte auch gezeigt werden und so als Beispiel präsentiert werden, wie man eben auch versuchen kann, sagen wir, modernere Techniken, aber trotzdem mit regionalem Bezug, mit regionalen Materialien einzusetzen. Und insofern ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Austausch gewesen. Und Frau Hartig, bei Ihnen ist es ja nicht so, dass die Studenten da hinkamen und dann einfach mal so bauten. Also Ihr Team war ja das, was am weitesten theoretische Vorarbeit geleistet hat, wie man gesehen hat. Die mussten sich dann nur an der Praxis messen lassen, ob diese ganze theoretische Vorarbeit sich mit dem örtlichen Bambus und den Widrigkeiten verstanden hat, beziehungsweise die Nulltoleranz, die Sie in Ihren Plänen drin haben, kommt dann auf eine 5 cm Toleranz vor Ort und was das wohl miteinander macht, oder? Lernen fürs Leben. Ja, also ich denke, die Studierenden wissen jetzt, wenn man über Toleranz am Bau spricht, was das bedeutet. Das ist sehr schön. Toleranz am Bau. Ne? Ja. Ich glaube, die Toleranz am Bau, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Sehr schön. Ja. Diane? Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei unseren Referenten heute Abend bedanken. Peter, natürlich ein ganz herzliches Dankeschön bei dir. Ein herzliches Dankeschön an unsere Zuschauer bzw. Zuhörer. Wir sind jetzt sozusagen am Abschluss unserer Reihe des DAMM-Preises 2020. Wir werden das Ganze natürlich gerne fortführen in einer vielleicht auch leicht veränderten Form. Wir sind aktuell gerade am Brainstormen, wie wir das Ganze noch weiter gestalten können. Ich habe Danke zu sagen, dass Sie uns alle so fleißig und regelmäßig begleitet haben. Das war jetzt eine wunderbare Zeit. Einfach, wir sind seit April, Mai, glaube ich, jetzt online. Es warten tolle neue Projekte während unserer DAMM-Preis 21-Serie. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir das ein oder andere vielleicht auch persönlich erleben dürfen. Und Peter, das letzte Wort gilt dir. Ja, also wie Sie wissen, ist das Ganze dann demnächst auch im Nachgang zu studieren als Film auf der DRM-Preis.de-Seite zum Beispiel. Und Sie können es also weiter verlinken und Ähnliches. Und es bleibt da auch bestehen. Das ist natürlich das Gute daran. Das ist jetzt ein Dokument für die Ewigkeit. Und damit ist die Serie beendet. Und es war für uns ein großer Sprung und eine große Lernkurve. Und ich glaube, für alle beteiligten Architekten ist das eine interessante Geschichte, das Projekt nicht nur in Buch und Ausstellung zu haben, sondern eben auch so vorzustellen, dass es nachher als Film verewigt wird. Also ich danke Ihnen drei heute Abend und allen anderen zig, die dabei waren im letzten halben Jahr und freue mich, dann nächstes Jahr nach der DRM-Preisverleihung Ende Januar die nächste Serie zu starten mit den 25 Projekten aus dem DRM-Preis 21. Also machen Sie es gut und tolle Zeit noch in Venedig. Vielen Dank. Dank zurück. Danke. Einen schönen Abend an alle. Tschüss.